Hallo, ich bin die Rahel und schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich freue mich, gemeinsam mit dir zu tanzen. Am besten holst du dir Kleidung, in der du dich bewegen kannst und stellst dir eine Wasserflasche bereit. Wir wollen uns heute gemeinsam auf eine Zeitreise begeben. Viel Freude dabei! Zu Beginn fangen wir mit unserem Körper Wassertropfen auf. Mit den Händen, dem Ellenbogen, dem Fuß, den Fingerspitzen. Beobachte und spüre die Wassertropfen auf deiner Haut. Wir fangen einen Tropfen mit der Nase auf. Die Tropfen werden immer schneller. Du fängst sie mit Händen, Armen, Füßen, Beinen. Wechsel zwischen schnellen und langsamen Tropfen. Wir begeben uns nun gemeinsam auf eine Reise. Zuerst sitzen wir in einem Bummelzug und zuckeln übers Land. Schauen aus dem Fenster und beobachten die Landschaft. Das geht uns aber zu langsam. Deshalb steigen wir um in den rasenden, schnellen ICE und setzen unsere Reise fort. Am Ziel angekommen, schleppen wir einen schweren Koffer. Du nimmst ihn in beide Hände. Spürst du das Gewicht? Ich empfinde den Koffer als ganz schön schwer. Wir tragen ihn auf dem Rücken weiter. Dabei wird die Last immer schwerer und schwerer. Hebe den Koffer nun auf den Kopf. Aber denk dran. Das ist gar nicht so einfach. Du hast viele Dinge für die Reise eingepackt. Nun setzen wir den schweren Koffer wieder auf den Boden ab. Mit leichten Tüten gehen wir weiter. Die Tüten sind federleicht. Und wir können sie sogar durch die Luft schwingen. Wir bewegen uns extrem langsam, wie in Zeitlupe. Du kannst sogar für einen Moment in der Bewegung verharren und balancieren.
mache jede Bewegung groß, bewusst und sehr deutlich. Bewege dich so langsam, wie du kannst. Dann wechseln wir zum Zeitraffer. Alle Bewegungen werden schnell ausgeführt. Wie schnell kannst du deinen Körper bewegen? Wir haben nun eine Zeitenuhr mit Stufen unterschiedlicher Schnelligkeit für langsam und schnell. Wenn wir diese Uhr zurückdrehen, bewegen wir uns in Zeitlupe, also langsam. Wenn wir sie vordrehen, bewegen wir uns im Zeitraffer, also ganz schnell. Als erstes drehen wir die Uhr nach vorne und bewegen uns langsam. In Zeitlupe bewegst du dich mit großen Bewegungen durch den Raum. Wenn wir nun das erste Mal an der Uhr drehen, bewegen wir uns langsam. Nun drehen wir die Uhr ein weiteres Mal. Mit schnellen Bewegungen im Zeitraffer durch den ganzen Raum. Nun wechsel selbstständig von langsam zu schnell und schnell zu langsam. Und denke daran, deine Uhr einzustellen. Achte auf dich und deinen Körper, ob er sich gerade schnell oder langsam bewegen möchte. Deine Bewegungen werden langsamer
und du findest in einer Abschlussposition. Halte diese für einen Moment. Und löse deine Position wieder auf. Du atmest ein und aus. Danke für den gemeinsamen Abschlusstanz. Nun sagen wir unserem Körper Tschüss. Du stampfst mit dem linken Fuß, rechten Fuß, klatscht in die Hände und auf die Beine. Wir machen das einmal so langsam, wie wir können. Stampfen. Links. Stampfen. Rechts. Klatschen in die Hände und auf die Beine. Und so schnell du kannst, viermal hintereinander. Und tschüss. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, du hattest heute genauso viel Spaß wie ich und ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.